Moin und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge unseres Abenteurer-Podcastes. Den Gast, den ich heute euch vorstellen möchte, habe ich erst vor ein paar Tagen am Telefon kennengelernt. Und natürlich habe ich auch von unserem Abenteurer-Podcast erzählt, woraufhin sie spontan sagte, das ist genau mein Thema. Ich habe mit meiner Familie den Atlantik überquert und dabei festgestellt, dass die Beziehung zu meinem Mann nicht mehr so lief, wie ich es eigentlich wollte. Die Beziehung ist in die Brüche gegangen, wir haben uns dann scheiden lassen und heute helfe ich Männern dabei, bei ihren eigenen Problemen in der Beziehung, in der Ehe und oft schaffen wir es tatsächlich noch, die Ehe vielleicht zu retten oder auf jeden Fall die Trennung, so gut es auch nur irgendwie möglich ist, für beide Parteien zu bewältigen. Also zwei Richtungen, aus denen das Abenteuer bestehen könnte. Einerseits natürlich diese Segelüberquerung über den Atlantik und dann natürlich das Abenteuer, was ganz viele Männer am Anfang gar nicht als Abenteuer sehen, die Trennungsprobleme. Wie kriege ich es hin, eine Trennung so gut wie möglich zu bewältigen? Entweder mit einem positiven Ausgang in Richtung Zusammenbleiben oder einem vielleicht auch positiven Ausgang in Richtung einer einvernehmlichen Trennung. Ich begrüße heute Dr. Virginie Boilier, das ist ihr Künstlername, unter dem sie ihre Webseite betreibt, oder mit ihrem richtigen Namen Sandra Bühlmann. Herzlich willkommen. Okay, vielen Dank für deine Einladung hier. Ja, gerne. Was mich so begeistert hat, mit welcher Spontanität du darauf angesprungen bist, als ich dir davon erzählt habe, vom Abenteurer-Podcast, und du gesagt hast, ah, das passt zu mir, ich bin über den Atlantik gesegelt, da muss ich unbedingt mitmachen. Genau, genau. Ja, das habe ich auf meine Wunschliste getan. Ja. Ich habe so ein paar Wünsche. Und seit Jahren wollte ich eben ein Buch schreiben und weil ich das nie richtig Zeit habe dafür, habe ich mir eben gedacht, hey, es sollte mich jemand einmal interviewen, das wäre viel einfacher. Ja, das ist doch perfekt. So kann man auch ganz schnell zum Inhalt des Buches kommen, glaube ich. Genau, ja, ja. Genau. Ja, perfekt. Sag mal, deine Atlantiküberquerung, wann war das? Ja, also die Kinder waren 2 und 4, also okay. Das war dann im Jahre 2006. Da haben wir uns ein Jahr vorbereitet in einem Wohnwagen. Ja. Und dann hat da eben mein Mann, der wollte immer ein Segelschiff kaufen. Ja. Plötzlich war da die ganze Zeit in La Rochelle in Frankreich um die Segelschiffe rumgelaufen und so. Ich habe ihm gesagt, was willst du denn damit? Ich gehe doch nicht segeln. Aber er hat es dann doch gemacht. Er hat ein Segelschiff gekauft. Wir haben den Bauebus verkauft und das Schiff gekauft. Okay. Und los ging's. Echt? Noch lange vorbereitet oder bin ich gleich losgesegelt? Das war eben so, ich wollte immer nach Afrika mit dem Wohnwagen und er wollte segeln gehen. Und er hat das Ganze geplant, hat mich mal einen Kurs geschickt, geh mal segeln. Und dann habe ich es gelernt, hat er gesagt, hat es dir gefallen? Und ich so, ja, war immer Party, war cool. Aber mit der Familie war es dann ein bisschen anders. Okay. War ein bisschen anstrengender, ja. Das ist ja spannend. Ich meine, 2 und 4 Jahre alt, das ist ja genau das Alter, in dem meine Enkel gerade sind. Ah ja, okay. Also, wenn ich mir vorstelle, dass die beiden jetzt... Mal vor. Ja, also auf die Idee wie ich damals nicht gekommen, mit meinen Kindern in dem Alter zu segeln. Ich weiß gar nicht, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Wie war das für euch? Also ich habe kürzlich mit einem Kinderpsychiaterin gearbeitet und als ich ihr das erzählt habe, hat sie gesagt, das ist ja unglaublich, weil ich hatte so Angst vor mir trinken und das wusste ich aber gar nicht. Aha. Und ich habe da einfach so ein bisschen ja gesagt, so weißt du, so im Sinn von, ja, was mein Mann sagt, stimmt ja haargenau. Und bin da einfach eigentlich ein bisschen mitgegangen, oder so. Das war sein Traum und ich habe dann so, ja, ich liebe ja das Reisen und ja, da versuchen wir es halt mal. Aber ich hatte so eine Angst vor mir trinken und dann noch mit den Kindern und ich war schon nur seekrank wegen dem. Okay. Also, das war, und die Psychiaterin, die hat dann gesagt, hey, du bist ja verrückt, also das ist die Therapie, die wir auch machen, oder, bei uns, eben die Leute ihrem Problem aussetzen. Ja, und ich habe das irgendwie automatisch gemacht. Das ist ja cool. Um das zu überwinden, oder? Ja. Also, das ist unglaublich. Ja, stark. Und was ist dann aus deiner Angst geworden? Also, wie lange hast du gebraucht, um die Angst zu überwinden? Uff. Wir waren genau ein Jahr auf dem Schiff, also von... Wir haben Frankreich verlassen und dann ein Jahr und dann ein Jahr später waren wir wieder im Hafen. Und da, ich glaube, erst nach einem Jahr.
Okay, und eure Kinder, wie haben die das miterlebt? Ja, die Kinder, es ist so ein bisschen, ich hatte dann wirklich das Gefühl, das war so ein bisschen ein Ego-Trip von meinem Mann, weil die Kinder, die durften natürlich nicht rausgehen, die mussten wir anbinden und so wegen den Segeln. Aber die Ja. Gefahr war nicht beim Segeln, weil da hat man wirklich aufgepasst. Aber die Gefahr war mehr dann, wenn du im Hafen bist, oder wenn du dann Ja, klar. relaxst, trinkst ein Bier und so, Apéro bei den Franzosen. Und da passieren die Unfälle. Ja. Das ist ganz, ja, das ist wirklich, Was? und es ist noch nie was passiert, aber die haben, als wir seekrank waren, haben die sich zusammen so in eine Ja. Kugel gemacht, im Unten, oder? Und die waren einfach da, von denen hat man nichts mehr gehört. Das fand Ja, ich, Wahnsinn. Sind das die war ich. selber, sind die selber seekrank geworden? Eigentlich nicht. Das Nö, ist also cool. nur meine Tochter einmal in Spanien beim Capo de la Muerte, beim Ja. Todeskap da, Ja. da war sie mal krank. Okay. Aber sonst nie. Ach, sehr stark. Tolles, Ja, tolles Abenteuer. schon, wenn man so denkt, ist unglaublich, ja. Was ist für dich so im Nachhinein das Besondere oder das Eindrucksvollste gewesen an diesem Jahr? Das Eindrucksvollste, ich habe so eine, wie sagt man dem auf Deutsch, einen Größenwahn hatte ich da ein bisschen gekriegt, weil als ich da im Atlantik dann, als wir zurückkamen, das war viel schwieriger, weil unten, wenn du von Afrika, also vom Kapverdischen Inseln, Ja. rüberfährst, hast du die Alizé-Winde. Ja. Und da musst du nur die Segel so stellen, das ist einfach, oder? Das geht einfach geradeaus. Aber oben, da musst du dann schon ein bisschen segeln können. Und Ja. wenn du dann zurück nach England, da wird es dann richtig hart, Ja. wie man so schön sagt. Und da habe ich mal alleine gesegelt, da mein Ex-Mann hat da geschlafen und ich habe gesegelt. Und da habe ich so richtig so was entwickelt, so, wow, mir kann gar nichts mehr passieren. Ich war dann völlig so Größenwahn. Wahnsinn. Und als nächstes kommt dann die Einhand-Atlantiküberquerung. Die Einmann. Ich sage die Einhand-Atlantiküberquerung als nächstes. Nee, nee, nee. Jetzt ist mal Schluss damit. Ja. So, und Nee. ich habe dich so verstanden, du sagtest, eure Beziehung hat sich dann innerhalb oder während dieses Jahres schon auseinandergelebt oder waren die ersten Brüche da zu erkennen? Was war damit? Ja, genau. Also auf einem Schiff ist es eben so, dass es ziemlich eng ist, oder? Ja, klar. 10-Meter-Schiff und wie soll ich sagen, bei mir sind dann, ich hatte eine Riesenwut auf meinen Ex-Mann Okay. entwickelt, auf diesem Schiff, weil ich eben, ja, man muss ja immer einen Sündenbock finden, oder? Ich Ja. hatte eben so Angst und ich hätte ihn erwürgen können, dass er mich auf dieses Schiff gebracht hat. Du hast ja selber Ja gesagt, weil du hast ja Ja, selbst dazu beigetragen. genau. Und ich war auch die, die eigentlich reisen gehen wollte. Also von dem her ist Ja. das schon ein bisschen komisch. Aber eben, wie das halt so ist, man sucht sich einen Sündenbock aus. Ja, Ja, klar. das ist dann halt in der Verarbeitung. Aber was auch noch interessant ist, wenn man so in einer Beziehung auf engem Raum ist, oder wenn man die Schwächen sieht vom anderen. Ich Ja. denke, das ist das, glaube ich, das Schwierigste, oder? Ja. Wenn man, ja, das fährt man ja auch beim Zusammenleben auch so, oder denke ich, dass dann plötzlich sieht, hey, der ist ja gar nicht so tough eigentlich, ja, weil man ist ja wirklich dann auf sich selber gestellt, oder? Ja, klar. Und da passieren natürlich auch Pannen und da, wenn der andere dann plötzlich wie versteinert da ist und nicht mehr weiß, was zu machen, und dann hat man, das verliert man so ein, wie ein Vertrauen, oder? Im Ja. ersten Moment so, hey, der muss doch das machen, oder? Der muss das können. Als Mann muss man das können. Also man muss ja das Das können, ist oder? selbstverständlich. Genau, und das sind natürlich da diese Glaubensmuster, die da hochkommen. Ja. Ja, und ich habe dann aber wirklich gelernt, ich musste einfach selber Hand anlegen, Na gut, das ist eine wertvolle Lektion. sehr wertvoll, genau. Aber war eben dann schon ein bisschen tough von dem her. Und vor allem das Schlimmste war, glaube ich, die Einsamkeit. Ja. Weil auf so einem Schiff ist man zwar eben, hat man Ruhe, keine Autos, das kann man wirklich völlig into the wild, oder wirklich mal aussteigen komplett. Aber wir Frauen haben eben gern das Umfeld, oder das soziale Umfeld. Und ich Ja. weiß nicht, ob das eine männliche Tugend ist, aber die wollen alle weg.
wollen aus der Gesellschaft aussteigen. Und da war ich natürlich sehr sauer auf meinen Mann. Dass du mit aussteigen musstest oder mit ausgestiegen bist. Ja, genau, in dem Sinn, ja, genau. Also ich würde mal aus männlicher Sicht sagen, dir fehlten deine Kolleginnen zum Quatschen. Wie? Dir fehlten deine Ja, Kolleginnen zum Quatschen. absolut, genau. Das ist ja das, Genau, was ja. mir mal der Autor von dem Buch Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus klar gemacht hat. John Gray, glaube ich, heißt er. Der Ja, sagte sag mir so, mehr darüber. genau, der Mann geht halt auf seinen Felsen, wenn er Probleme hat und denkt in Ruhe Genau. darüber nach. Und die Frau Genau. kriegt den Kral und redet und redet, 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 redet. Genau. Ich glaube, das ist wirklich so. Okay. So, und Also auf jeden Fall bei mir. das hat eure Ehe also nicht verkraftet danach. Ja, das war ziemlich schwierig dann, ja. Ja. So, und was hast du denn daraus mitgenommen? Also ich verstehe von deiner Webseite her, dass du dich heute um andere Menschen kümmerst in Trennungs- und Scheidungsfragen. Richtig? Genau, das ist ein Teil davon, ja, genau. Ja, also es ist so, dass ich eben dann Therapien gemacht habe. Also ich habe Psychokinesiologie studiert und auch Coaching Studien gemacht. Und zwar, weil ich einfach gesehen habe, was diese Scheidung alles mit uns gemacht hat, oder? Durch was wir alles durch mussten und so. Und ja, es ist krass, oder? Was da wirklich abgeht. Also sehr viel Elend. Und ich habe eben gesehen, dass Frauen, die, ich weiß nicht, aus meinen Augen oftmals, es gibt viele Männer, sage ich mal so, die plötzlich einfach dastehen und sich nicht mehr zu helfen wissen, oder? Das habe ich einfach so viel gehört. Ja. Und da ich eben aus einem Männerberuf komme, ein bisschen, ich war, also ich habe schon mit 16 immer Leute, also Menschen, vor allem Männer zugehört bei ihren Beziehungsproblemen. Das ist ein bisschen von daher. Und dann habe ich mich auch in einen Männerberuf entschieden, ein bisschen als Projektleiterin in der Informatik. Und da hatte ich hier mit Männern zu tun. Und irgendwie habe ich dann mal so ein Gefühl entwickelt, ich verstehe einfach die Männer. Und das war immer so lustig, weil ich war dann immer so, dann habe ich den Männern gesagt, ja, deine Frau, die denkt so. Und den Frauen beim Kaffeekränzchen habe ich gesagt, nein, Mein dein Mann Mann, denkt so. der will ja noch ein Bier trinken gehen und nicht gleich dein Kind in die Arme nehmen, wenn er am Abend nach Hause kommt, nach der Arbeit. Der will ja auch noch ein bisschen Spaß haben oder zwischendurch. Und da habe ich schon dann eben dieses Gespür entwickelt, eben für Männerprobleme, sagen wir mal so. Und mit was für Fragen kommen denn jetzt die Männer zu dir, wenn du denen jetzt helfen möchtest? Was haben die denn für Sorgen? Ja, also ich habe zum Beispiel, mein letzter Job war, ich war da bei den Schulungen für Ärzte, habe ich da gemacht. Und da habe ich eben mit sehr vielen Psychiatern zusammengearbeitet. Und bei Scheidungsproblemen war das sehr interessant, weil ein Psychiater, der hat normalerweise viel Geld. Und die Frau, die versucht nach Wie sieht's dieses aus? Geld zu bekommen, oder? Und das sind zum Teil sensible Menschen, sage ich mal, und die haben mir eben gesagt dann, ja, sie hätten einen Coach gebraucht, das früher, oder? Weil sie konnten ja nicht zu einem Kollegen gehen, zum Psychiater, weil sonst das Gericht hätte irgendwie gesagt, ja, du bist ja nicht normal, ich gebe dir ein Gericht nicht, oder? Und aus diesem Grund haben mich diese Ärzte gesagt, hey, das ist ein Markt, da musst du wirklich rein, du musst etwas tun, weil die Männer sind verloren. Also ich habe echt im Umfeld sehr viele solche Männer getroffen, die auch Depression und Burnout hatten, oder? Und dann irgendwie die Frau irgendwie weggezogen ist mit dem Kind, ich weiß auch nicht, und dann haben die das Kind nicht mehr gesehen und so. Und eben, das ist meine. Ich kenne es aus eigener Erfahrung, also meine Ehe ist auch halt gescheitert. Ich Genau, ja, hast du mir gesagt, ja. habe Glück gehabt, aber dass ich mit meiner Frau mich trotzdem, heute Ex-Frau, sehr gut verstanden habe. Wir haben immerhin noch nach der Trennung 20 Jahre lang zusammengelebt, im gleichen Haus. Unglaublich. So, also sie auf der einen Seite, ich auf der anderen Seite, die Kinder näher dazwischen, als sie größer waren. Das war groß genug, wir hatten alle genug Platz. Das war kein Thema. Aber wir hatten Das jeder eine ist ja Wohnung. genau, der Platz ist ein gutes Thema auch, oder? Deshalb habe ich auch zwei, wie soll ich sagen, Ansätze, oder? Eigentlich, dass ich Leuten helfe, die eben kein Geld haben, weil ich habe auch sehr viele Leute, die da, also ich kenne Leute, die sind wirklich bankrott gegangen, oder? Oder die hat zum Beispiel, der Kinderpsychiater, der hat sein Business hingeschmissen, dass die Frau nicht an das Geld dran kriegt, oder? Und ich habe
Lustigerweise, ich habe wohl ein bisschen männliche Hormone. Ich habe etwas Ähnliches gemacht. Okay, was hast du hingeschmissen? Da ich mehr verdiente, heute kann ich darüber lachen, aber da ich mehr verdiente als mein Mann, Ja. habe ich mich da natürlich auch, habe ich gesagt, zu was mein Mann da nicht diskutieren wollte, habe ich ihm gesagt, ja, okay, dann ziehe ich aus und dann gehe ich einen Wohnwagen wohnen. Und ich schmeiße meinen Job und egal, oder? Und ich habe alles fallen gelassen. Ich wollte kein Geld mehr und habe da mal im Wohnwagen gewohnt und habe mal das Ganze verarbeitet. Mit deinen beiden Kindern zusammen? Ja, das war dann eben dann genau wie sagt man, das Druckmittel, das er dann gebraucht hat, oder? Dass ich im Prinzip wieder zu Raison komme, wie sagt man, Ja, dass ich wieder zur Vernunft annehme, zur oder? Vernunft kommen, ja. Genau, hat er mir die Kinder im Prinzip nicht mehr gegeben, oder? Okay, und dann bist du zur Vernunft gekommen wieder, oder wie? Ein bisschen. Ja, es hat dann einen Moment gedauert, aber ich hatte einfach keine Lust, mich wieder hier, soll ich sagen, niederzulassen, oder? Also Ja. wieder, es war einfach schon eine sehr, sehr schwierige Trennung, oder? Ja. Wie lange ist das Ja. jetzt her? Das ist jetzt dann 4 Jahre her. 4 Jahre. Wie lange hast du insgesamt gebraucht, um da besser mit umgehen zu können mit dem Ganzen? Also ich hatte immer das Gefühl, dass ich eigentlich gut damit umgehen kann, weil ich habe das schon seit 2007 so geplant irgendwie. Das ist ja auch das Perfide. Wenn Frauen sagen, hey, ich verlasse dich jetzt oder jetzt geht's nicht mehr, dann wollen sie eine Änderung, oder? Und wenn dann der Mann einfach, ja, sprich mal, bla bla bla, und man nimmt sie nicht ernst, dann macht die so einen Plan irgendwie. Das habe ich auch schon Okay. rausgefunden, oder? Und dann plötzlich, wenn dann die ihren Koffer packt und geht und der Mann steht dann, also das ist ein bisschen Ja, dann bricht die Welt für den zusammen. bringt die Welt zusammen und wieso hast du nichts gesagt? Wir hätten was tun können und weiß ich nicht was. Oder meiner hat eben nichts gesagt, oder? Oder nichts Naja, gemacht, oder? Ja. ich glaube, das ist das Problem, dass die Männer das einfach nicht ernst nehmen und sagen, naja, das Genau. geht schon irgendwie und sollen wir uns Genau. anstellen und so. Und dann steht Genau. der Koffer vor der Tür und dann fällt natürlich für den Mann, bricht eine Welt zusammen. Genau. Genau. Und meistens gehen ja auch dann die Frauen mit den Kindern noch, oder Ja, schmeißen klar. raus oder alles Mögliche ist Ja, da ja. möglich. Ja. Oder ja, ich habe schon auch mal einen sehr reichen Mann, der hatte sehr viel verdient und da hatte die Frau, also die gehen dann nach weit und sagen, nee, mein Mann sei verrückt und weiß ich nicht was. Also da Ja. geht schon Post ab und dann müssen sie irgendwie das halbe Salär, also der halbe Ja Lohn müssen klar, sie abgeben. abgeben mit der Frau und so. Also ich glaube, in diesen Situationen brauchen die Leute einfach Unterstützung, auch natürlich Frauen, oder jetzt nicht Das unbedingt glaube nur ich. Ich glaube, Männer. da können beide Unterstützung brauchen. Und ich glaube auch, also Genau. aus meiner Erfahrung ist also, da sind da ganz viele Verletzungen. Und ich glaube, Genau. da kommt zum Teil auch Aggression mit raus. Und zum Teil, da kennst du ja auch die Menschen fast nicht wieder. Und ich Genau. glaube einfach, die sind mit ihren Ressourcen am Ende. Das ist mein Weltbild. Und letzten Endes, Ganz genau. die haben einfach keine anderen Möglichkeiten mehr. Deswegen fangen sie zu schreien oder mit der Blumenvase zu werfen oder manchmal sogar zu prügeln. Das ist natürlich nicht in Ja, Ordnung. ja. Aber die sind einfach so hilflos, dass sie zu solchen Mitteln greifen oder meinen, Genau. greifen zu müssen. Ne? Man weiß gar nicht mehr, was man macht, oder? Also ja. Ja, wahrscheinlich. Es ist wirklich so, ja, genau. Was machst du denn? Wie bringst du denn da vielleicht Ruhe rein? Also oder andersrum, in welchem Stadium kommen typische Kunden zu dir, Klienten zu dir? Ja, also ich habe auch zum Beispiel, wenn zum Beispiel die Frau sagt, du, jetzt musst du wirklich eine Therapie machen. Ja. Auch nachdem sie getrennt sind, also Ja, oftmals kommt dann ja. wirklich der Anstoß auch von der Frau. Und ja, wenn es einfach nicht mehr geht, oder wenn anstelle, dass sie jetzt irgendwie sich besaufen, merken sie plötzlich, ah ja, ich könnte ja Hilfe holen. Ja. Also schon irgendwie immer ein Kumpel oder irgendjemand, der dann sagt, hey, hol dir doch mal Hilfe. Und Ja. ein Coach ist eben von dem her. Also als Coaches hier in der Schweiz haben wir natürlich, das ist noch nicht so bekannt, oder? Ich habe das Gefühl, in Deutschland ist es ein bisschen besser. Ja. Aber bei uns weiß man noch nicht genau, was das ist, oder? Und die Leute merken schon, sie werden irgendwie, sie drehen beinahe durch, oder? Und sie wollen ja nicht zum Psychiater, sind sie ja nicht verrückt, Nee, oder? genau. Aber sie merken einfach, sie haben die Situation nicht mehr im Griff, oder? Und vor allem, wenn sie dann eben auch mit den Kindern nicht mehr zu Rande kommen, oder? Und die Kinder, die machen ja dann so Spiele mit Ja, ihnen. klar. Und dann merken sie dann plötzlich, also oftmals ist es so, wenn die Kinder wirklich dann sagen, hey, jetzt geht's nicht mehr, oder
Ja, Ja. wenn Also die was nicht mehr mir, richtig tun, dann kommen sie dann. wenn ich mich an meine eigene Zeit erinnere, was mir wirklich geholfen hat, ich habe mir wirklich oft dann auch weibliche Gesprächspartner gesucht, habe mit Kolleginnen gesprochen oder mit Mitarbeiterinnen so, die mir einfach die weibliche Sicht haben geschildert. Das hat mir echt geholfen, also auch meine Frau zu verstehen. Ganz genau. Weil das, glaube ich, ist auch leichter, also ich weiß nicht, was du erlebt hast, aber ich glaube, es ist leichter, wenn ich einen Coach habe von der anderen Seite für solche Themen, als wenn ich jetzt zu einem Mann gegangen wäre. Der hat mir Genau. bestimmt nicht helfen können. Also meine Freunde haben mir da nicht helfen können, weil die haben es gar nicht verstanden, was eigentlich abging. Genau, ja. Also ich habe das auch noch ein bisschen anders gelöst, als ich dann eben meinen jetzigen Freund kennengelernt habe. Ja. Man macht ja, wie sagt man dem, zweimal den gleichen Fehler, oder wie geht das? Nee, ist ein Witz, aber also der war eigentlich, der ist auch Franzose. Mein Ja. erster Mann ist Franzose aus Paris. Und mein zweiter ist jetzt also eben aus Nizza. Und Okay. die ticken irgendwie ähnlich, oder? Na gut, dann kennst du ja Aber, schon. genau, aber er hat mir dann plötzlich gesagt, hey, dein Ex, dem geht es so und so und so und so. Ja. Und das war für mich dann wirklich, das war für mich dann, was mir wirklich geholfen hat. Ja. Also mein jetziger Freund hat mir sehr viel geholfen bei dem. Ja, super. Alle anderen konnten mir überhaupt nicht helfen. Also ich habe auch sehr viele Freunde verloren, die einfach nicht verstanden haben, wieso ein Traumpaar so auseinandergeht, oder? Ja. Die haben so viele tolle Abenteuer miteinander gehabt, Ja. das ist ja super Beziehung und super Kinder und Haus und Garten und alles. Ja. Ja, aber das Na ist spannend. alles. Ich war dann natürlich die Böse, oder? Ich war natürlich die gegangen ist und so einen tollen Mann hinter sich gelassen hat. Das war schon noch. Das ist auch eine Frechheit, das tut man ja auch nicht. Das tut man doch nicht, Naja, oder? als Kannst du doch brave nicht. Ehefrau schon gar nicht. Das ist. Genau. Ja, dann ist man dann schon ein bisschen ausgestoßen und deshalb wollte ich natürlich auch nicht in die Region zurück. Ich muss es wirklich zuerst verarbeiten. Also für mich war das soziale Umfeld dann wirklich, habe ich verloren und das war für mich eigentlich schlimmer als eigentlich die Trennung von Das dem. glaube ich. Wenn Ja. da wirklich in eine komplett neue Umgebung reinkommst und das auch mit Kindern noch wahrscheinlich sehr schwierig. Genau. Das kann ich mir gut vorstellen. Genau. Wie wird dir denn da helfen? Also, ich habe ja so einen Ansatz, dass ich sage, also im Leben kann sehr, sehr vieles ein Abenteuer sein. Klar, einmal sind es die großen Abenteuer, Atlantiküberquerung, aber ich glaube, man kann auch aus kleinen Sachen ein Abenteuer machen. Für mich ist Absolut. dabei wichtig, ich muss eine gewisse Neugierde haben darauf, ich muss bereit sein, das zu erforschen, also zu gucken, was kommt dabei raus. Und ich muss meinen Mut mitbringen, um auch so ein bisschen aus der Komfortzone rauszukommen. Genau. Und dann kann ich auch aus solchen Sachen ein Abenteuer machen. Wenn ich es eh nicht ändern kann, kann ich ja sagen, gut, lass mal gucken, was können wir Spannendes draus machen? Wir müssen umziehen oder wir müssen das machen. Wie können wir da noch ein bisschen mehr Pep reinkriegen? Wie siehst du das? Ich bin absolut deiner Meinung. Also für mich war das dann auch eine Riesenherausforderung. Wir waren natürlich in meiner Familie, es ging uns gut, wir hatten genug Geld und wenn du Ja. dann eben geschieden bist, dann plötzlich, Ja, genau. ja, plötzlich hast du da keine Kohle, da musst du noch deine Mutter anpumpen, oder, um die Miete Ja, zu bezahlen. ja. Vor allem in der Schweiz, oder, ist natürlich sehr schlimm hier mit den Wohnungen, Wohnungspreisen. Und das war ein Riesen-Challenge und da war ich wirklich, ich weiß nicht mehr wie lange, in einer eineinhalb Zimmer Wohnung mit meinen zwei Kindern. Ja. Also über ein Jahr, fast 2 Jahre, glaube ich. Und Wow. wir haben alle im gleichen Zimmer geschlafen. Und es war unglaublich. Also, und ich habe auch, als ich dann in dieser Wohnung im Winter bin ich einfach was durchgedreht. Und da habe ich einfach gesagt, du, ich muss mal Auszeit haben. Und dann habe ich meinen Koffer gepackt und bin nach Indien ge geflüchtet. Und Mit habe für Kindern mich oder ohne? ohne Kinder. Okay. Ich hab dann meiner Mutter gesagt, kannst du mit zu den Kindern schauen? Ja. Und dann hat mein Ex durchgedreht und der wollte das nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, dann nimmst du sie halt so. Und das Ja. waren 5 Wochen und da hat er sich um die Kinder gekümmert und ich war in Indien. Ist doch schön. Also, Für beide interessant. ja, er hat es sehr schlecht aufgenommen. Und dann war das der Hammer. Er wollte mir immer vor dem Gericht die Kinder wegnehmen. Das war auch Ja. noch so der Hammer. Ich war wirklich in der Männerrolle ein bisschen so, also finde ich Ja. persönlich. Und da hat die Richterin zu ihm gesagt, also wissen Sie was,
Ich glaube, ihre Frau, es war besser, dass sie mal Auszeit genommen hat, sonst wäre sie nämlich durchgedreht und dann hätte sie sich gar nicht mehr um die Kinder kümmern können, oder? Und das waren so wirklich diese, ich hatte immer Horror von Gericht und von Anwälten und alles Mögliche. Und deshalb hätte ich auch am liebsten ein Buch geschrieben, die Billigscheidung. Die Also, Billigscheidung. was man am billigsten machen kann, weil Ja. man immer so ein bisschen Traveler und Rucksack und so. Und wir hatten immer ein kleines Budget. Und deshalb, ich fand es so spannend, dann mit diesem Gericht ein bisschen zu spielen, oder? Zu schauen, wie funktionieren die und so, Ja. kennenzulernen und diese Anwälte, die da 350 Franken in der Stunde verlangen und so und wie das. Und ich habe auch Leute interviewt, Anwälte, die Ja. so ein Honorar haben und es war so spannend. Na, stark, Und das stark. ist ein Abenteuer für mich, weißt du? Ja, glaube ich. Es war völlig spannend. Die haben gesagt, die Leute, die buggen wie ein Bug in Informatik, oder? Ja. Da müssen sie die Kohle rauslassen und machen, nein, ich will sie nicht geben. Unglaublich. Spannende Ja. Erfahrung. So, und mit den Erfahrungen hilfst du praktisch jetzt heute deinen Klienten, dass du sagst, also ich habe vieles selber erlebt und wo kann ich euch jetzt vielleicht Mut machen, da besser Genau. hinzukommen? Genau. Also ich habe verschiedene Tools. Ich habe so, ich sage immer Mary Poppins Ja, Koffer. ja. Je nachdem, welches Werkzeug ich brauche. Ja. Also oftmals muss ich auch Therapien wie sagt man, Anwenden. benutzen, Ja. anwenden, genau. Therapien ein bisschen in die Vergangenheit gehen Ja. und ich auch ja, halt schwierige Momente wieder aufwühlen und verarbeiten. Ja. Eben auch so Burnout, die kommen nicht einfach so, das waren zum Teil auch Sachen von der Schulzeit her oder die nicht verarbeitet Ja. wurde und so weiter. Das und dann eben vom Coaching gehen wir natürlich von der Gegenwart dann in die Zukunft Ja, mit klar. Ressourcen und das kennst du Wo sicher. wollen wir hin? Ja, klar. Wo wollen wir hin und was hindert dich daran? Und ja. Was sind denn so die größten Erfolge aus deiner Sicht bei deinen Klienten, die du für die oder die sie natürlich erreicht haben mit deiner Unterstützung jetzt? Also worauf bist du besonders stolz, dass du das und das hinbekommen hast? Also, ich habe einen Riesenerfolg, und zwar ist das eine Frau und die wurde geschlagen Okay. und ist dann mit dem Kind geflüchtet. Die war in einem Kinderhaus, die war abgemagert und so weiter. Und ich habe sie sehr lange unterstützt. Das war aber nicht etwas, das sie bezahlte, oder? Aber für mich ist sie ein Riesenerfolg, weil heute macht sie ihre eigene Thai-Massage, Wow. Studio gerade aufgemacht heute und es ist doof. Wenn ich sie vor Jahren gesehen habe, war sie einfach nur so Ja. ein bisschen elend, oder? Also Ja, wirklich traumhaft. Hast du abgemagert und alles und ich konnte sie jetzt eben auch mit dem anderen Coaching, das ich eben mache im Bereich Online-Marketing, ja. wirklich unterstützen und auch helfen und Schulungen geben im Facebook-Bereich und Internetseiten und so weiter. Und das ist genial, oder? Das ist wirklich mein schönstes Erlebnis. Das ist super. Das gebe ich dir recht. Wenn man Menschen wirklich helfen kann und merkt, wie die wieder aufblühen und ihr Potenzial erschließen können, Genau. das ist schon ein Geschenk. Genau. Es hat jetzt so ein bisschen schwierig zu sagen, ist das wirklich eine Erfolgsstory oder in dem Sinne, ja. Ist ja egal. Ist ja Die haben natürlich auch sehr viel alleine gemacht, oder? Das ist klar. Meine Psychokinesiologie ist so ein bisschen ein Anstupf. Und die Leute suchen sich dann andere Therapien zum Teil auch noch. also ich finde auch, darauf kommt es gar nicht drauf an. Also es reicht ja, wenn wir manchmal so einen kleinen Tick geben könnten und die kommen ins Laufen. Dass Genau. die das meiste selber machen können, das ist ja unser, also ist ja mein Anspruch. Ich will ja gar nicht da der große Helfer allein sein. Das müssen die selber machen. Ich möchte nur Genau. inspirieren und dass sie sagen, okay, ich denke mir darüber nach, oh ja, gute Idee, ich probiere es mal, oh, es funktioniert und dann in Gang kommen. Genau. Und Nee, aber. also ich bin froh, wenn ich manchmal nur eine halbe Stunde helfen kann. Und der kommt ins Laufen, umso besser. Dann muss ich ja Genau, nicht ein genau. ganzes Jahr lang sabbeln. Deshalb bin ich ja mit dieser Geschäftsidee ziemlich lange im Hintergrund geblieben, wie ich Ja. dir auch eben gesagt habe, weil ich eben gemerkt habe, mit den Männern, da sprichst du eben eine halbe Stunde oder gehst Abendessen und dann macht es plötzlich so und dann geht es wieder weiter, oder? Also, die brauchen gar kein Coaching. Aber ich habe dann eben schon diese Leute auch getroffen, die mir gesagt haben: Hey, das musst du machen, das ist ein Must. Du Ja. musst es anbieten. Und deshalb habe ich das jetzt noch.
Ja, perfekt. Anbieten. Und ich glaube, wir können da ja mal außerhalb des Podcasts drüber reden, aber ich glaube, es ist wirklich spannend, sich darauf zu konzentrieren, auf die Impulse und nicht unbedingt auf die Dauer des Ganzen. Also ich hätte zum Beispiel keine Lust, ich habe auch bei mir Einzelcoachings gehabt, da kommt man jetzt zu mir und eine der schönsten Sachen war, da sagt, klingelt bei mir in der Tür, das war ein junger Mann. Ich sage, was hast du denn vor? So und so, ja, sagt er, unser Hausarzt schickt mich. Ich habe immer so Durchfall und er sagt, das ist ein mentales Problem, da kannst du mir besser helfen als er. Können wir mal reden? Ich sage, okay, komm rein. So, ich sage, können wir gerne machen, aber ich sage, nicht auf Dauer, wir können höchstens so mal 3, 4 Stunden reden, dann musst du wieder allein klarkommen. Also auf Dauer will ich das nicht. Ich habe mit ihm Genau. zweimal 1 Stunde gesprochen. Der hat sein Genau, ganzes ja. Leben umgekrempelt. Der hat einen neuen Job gefunden. Der hat von da vernünftig verkauft, erfolgreich verkauft. Innerhalb von Es ist 3 Monaten. Komplett andere Richtung. Genau. Das ist ja genial, wenn das geht. So, und ist ja umso schöner, wenn es dann so schnell geht auch noch. Genau, und ich habe auch die gleiche Erfahrung gemacht, weil als ich die Psychokinesiologie-Ausbildung gemacht habe, war ich Ja. so fasziniert, dass ich da wirklich Leute, weil das ist auch etwas, das du lernst und das weitergibst dann, oder? Ja. Das ist nicht so, wie du gehst in eine Schule und machst ein Diplom. Und da habe ich meine Freunde mit ins Boot geholt Ja. und die haben dann Riesenerfolge gemacht. Also die haben dann einen super Job gehabt, haben einen super Mann getroffen mit Ja. Riesensalär. Die gehen jetzt in Club Med, in die Ferien mit der ganzen Familie, weiß ich nicht was. Und die ist aber so dankbar, weißt du, wie sagt man dem, sie ist mir so dankbar, dass sie die Person ist, die mir heute am meisten Kunden bringt. Ja, perfekt. Ist doch wunderbar. Das ist einfach perfekt. Ja, Ja, so kommt es dann wieder zurück, oder? klar, glaube Wenn du das eben gratis machst. ich. Super, vielen, vielen Dank. Ja. Und sag mal, was ist denn jetzt? Hast du schon irgendwelche Pläne für deine nächsten Abenteuer so im privaten Bereich? Also, wo bist du jetzt? Im Bergsteigen oder was willst du als nächstes machen? Du sagst es, ja. Also, Wirklich? ja, weil mein Freund, der ist absolut ein verrückter Bergsteiger und Okay. Tourenskifahrer. Und jetzt war er gerade die ganze Woche auf der Jungfrau Joch und auf dem Mönch. Okay. Und er wollte, dass ich da mitkomme die ganze Woche, aber ich habe eben ja, Yoga-Aufträge gekriegt diese Woche und Hast du die Glück sind gehabt? Ja, ganz alle. viel Glück gehabt. Genau, ich liebe das. Er hat mir dann gesagt, ja, du kannst es auch und so. Aber ja, ich trainiere jetzt. Ich will auf jeden Fall aufs Matterhorn rauf. Wow. Kennst du Matterhorn? Ja, ich komme ja aus Hamburg oder von der Küste oben. Also ich kenne die vom Namen her, klar. Aber ich habe früher immer gesagt, freiwillig im Sommerberg Mal Foto. hochlaufen, kann es nicht sein. Ich Wie, sage, was? freiwillig im Sommer bergauf laufen, Ah ja, brauche machst du ich nicht. nicht. Ne. Also habe ich Echt? früher gesagt. Heute denke ich ein bisschen Jetzt anders. geht's. Ja, also er will auch auf den Mont Blanc rauf, der ist gerade hier vis-à-vis, also auf Okay. der anderen Seite vom See. Ja. Und wir waren dort Skifahren in Chamonix und das Ding ist sowas von hoch und da hast du so lange Schneeflächen und das ist ein bisschen wie das Segeln, das ist einfach verdammt monoton, oder? Also das Ja. ist so, da kommt richtig in Meditation rein. Und das ist für mich sehr schwierig. Also das ist für mich die größte Herausforderung, denke ich, meinem Leben, sowas zu machen. Okay, na spannend. Aber frag mich nur, wieso ich immer solche Männer anziehe. Keine Ahnung. Das Sonst ist wird es auch nun so. langweilig. Ja, genau, es Was bist du? Was bist ist du denn? langweilig. Was soll ich nun machen? Läufst du Ski bestimmt, ne? Skilaufen? Ski, So. ja, genau. Also meine Ja, das Freundin. haben die natürlich immer gemacht, als wir klein waren schon. Ja. Und ja, oftmals ist das Skitouren laufen, die Leute laufen, also gehen hoch, oder? Ja. Und der Ausdauer, die mögen das sehr, schwitzen und so, und sehr technisch aus, weil es dann oben kalt ist. Aber dann müssen sie runterfahren und die meisten können eben nicht Tiefschnee fahren. Ja, Und also dann sind sie am Arsch. das ist meine Herausforderung. Also ich möchte noch Tiefschnee fahren lernen. Und meine Freundin, die ist begeisterte Skiläuferin, also die hat auch von kleiner Kind an Okay. gelaufen. Und die war gerade mit ihren Kindern, die hat 3 Kinder, zwischen 30 und 35, zum Heli-Skiing in Kanada. Und Okay. das war natürlich traumhaft für die. Da durfte ich noch nicht mit, weil ich noch nicht genug laufen kann. Da muss ich noch üben. Also beim nächsten Mal will ich mitfahren. Ja, Also. super, dann bist du ja auch auf dieser Schiene. Ja, also ich habe da eine Dann musst du Partnerin. auch mit.
die sehr sportlich ist und da muss ich jetzt an Skilaufen sehr viel üben. So. Okay, ja, ich muss Ausdauer üben, das ist auch ziemlich anstrengend. Okay, haben wir was zu tun. Ja, gut. Das nächste Abenteuer ruft. Sandra, vielen, Muss vielen ich Dank machen. erstmal für heute. Mir hat es sehr, sehr Ja. viel Spaß gebracht. Ja, danke auch. Ich bin Cool. gespannt auf die nächsten Abenteuer, von denen du berichten wirst und auch die nächsten Abenteuer, die ich so erleben werde. Und da freue ich mich auf eine Fortsetzung, wann auch immer, mit dem Podcast. Das war die dritte Folge unseres Abenteurer-Podcastes. Heute mit Sandra Bühlmann. Im Internet findest du die unter Dr. Virginie Boilier. Und wenn du jemanden kennst, der einmal die weibliche Sicht erfahren möchte und der vielleicht Ideen braucht, Hilfestellung braucht, wie er mit seinen Sorgen in der Beziehung, mit möglichen Trennungsproblemen umgeht, dem empfiehl einfach die Seite von Sandra. Ich freue mich, wenn du uns ein Like gibst, ob auf iTunes oder Soundcloud, wo immer du uns findest, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst und auf jeden Fall, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Mein Name ist Jörg Weißner und ich bin gern dein Abenteuerguide für die Reise in das Abenteuerland 50 plus.